So, jetzt holen wir uns erst noch mal ein paar Power-Ups. Hoffe ich zumindest. Let's go. Achso, das ist die Scheiße wieder. Okay, einfach nur oben auf den Bowser achten. Wo der Bowser hingeht. Nein. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Ist mir aber auch egal, ist auf jeden Fall kein Bowser dabei. Das hat sich ja echt gelohnt. Zwei Pilze, naja. Besser als ein Stern, ne? Besser das Level groß beginnen, als für 5 Sekunden einen Stern zu haben. Und der ist dann wieder weg. So, letztes Level des Minzmeeres. Larrys Torpedo-Festung. Den Larry kenne ich auch nicht. Das ist einer der Bowsers Schergen, gegen den ich noch nie gekämpft habe. Oh, fuck. Ja, das war jetzt hier wieder Weltklasse. Super, Marvin. Echt. Wirklich Weltklasse. Oh, Vorsicht. Das Feuer. Hier habe ich wieder so meine Augen auf das Feuer, dass ich Angst habe. Ah, das ist die erste Golden Coin. Das ist schön. Wenn die nämlich jetzt hier noch übertrieben krass irgendwie versteckt wäre. Nicht klein werden. Ah, fuck you. Aber da waren wir einfach wieder... Okay. Aber da waren wir wieder einfach zu langsam. Und hier sind wir nicht hoch genug gesprungen. Warum auch immer. Erfolgreicher erster Versuch. Ba-ba-ba-ba-ba. So, durch. Und jetzt einfach, ja, was heißt einfach? So einfach ist das halt nicht, aber wir müssen nur schnell genug sein. Am besten jetzt schon los. Ja, und dann schaffen wir das halt easy, ne? Los, gut. Es war natürlich auch die erste, das hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn es nicht die erste gewesen wäre. Oh nein. Oh. Aber zum Glück verfolgen die einen nicht. Aber er wechselt wahrscheinlich die Richtung. Auch nicht mal. Ja gut. Oh, hier oben ist was versteckt, oder? Nein? Schade. Aber wir können die ganz kurz, aber wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde können wir die anhalten. Was aber natürlich nicht allzu viel bringt. Oh, ja. Aha. Checkpoint ist nice. Frage ist jetzt nur, wie kommen wir? Achso, wir müssen einmal wieder zurück. Und jetzt schnell. Schnell, habe ich gesagt. Gut. Oh. Gut. Einmal kurzes Verschnaufspäuschen und dann geht's weiter. Oh nein. Oh. Uhuhui. Nice. Da kommt. Was? Wie? Ist das ein Rückweg? Ah, scheiße. Das war, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt versuche mit den roten Münzen. Eigentlich sind die so sinnlos. Aber was bekommen wir? Okay, eine Eisbrune. Ja, immerhin. Aber die grüne Röhre macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Normalerweise benutzt man die ja so als Hin- bzw. Rückweg. Und wenn das eine Röhre ist, in die man nicht rein kann, ist das meistens ein Rückweg, aber... Für welche Röhre denn dann? Und was ist in dem Raum da versteckt? Die dritte Golden Coin vielleicht? Hm.
Jetzt kommt hier schon das Ziel oder schon Larry? Nee, noch nicht, glücklicherweise. Oh. Boah, hier sind wir jetzt aber flott durch. Nein, hier kommt schon Larry. No, jetzt müssen wir hier echt nochmal rein. Heilige Scheiße, warum? Mann, die dritte Golden Coin verpasst irgendwo. Doof. Egal, dann lernen wir Larry schon mal kennen. Das ist der mit diesen drei blauen Strähnen auf dem Kopf. Richtiger Larry. Ich weiß nicht, wie. Also, ich weiß wirklich nicht. Ich habe noch nie gegen ihn gekämpft. Bin mal gespannt. Ich habe noch nie gegen den auch noch irgendwas gemacht. Ich glaube, New Super Mario Bros. U Deluxe ist sogar auch das einzige, wo der vorkommt, oder? Okay. Okay, bis jetzt. Oh, Vorsicht. Bis jetzt aber auch noch ein ziemlicher Pleb. Bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch. Oh, wohin? Ah, fuck. Ah, okay. Einmal hat uns getroffen, aber nur wegen Wasser so doof und hoch und runter und tot. Aber auch ein einfacher Kampf. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da jetzt nochmal rein. Wegen der fucking letzten Golden Coin. Ja, bam, 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 bam. Pew. Das wird Kamek und Bowser nicht gefallen. Ja, immer speichern kann ja nicht schaden. So. Ah. Aber wir mischen nochmal da rein. Leider aber ist so. Okay, wir müssen natürlich nur mal schauen, wo wir die zweite Golden Coin eingesammelt hatten. Damit wir wissen, ab wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir dann explizit, also wir genauer auf die dritte achten müssen. Hier war die erste, das weiß ich. Das war die erste. Zweite war eigentlich auch recht nicht gerade versteckt, ne? Sehr offensichtlich, ne, die zweite. So, hier ist der Checkpoint und da ist die zweite, genau. Ab jetzt. Oh, die Röhre da. Oh mein Gott. Okay. Verdammt. Ah, wie kann man denn immer nur so langsam sein wie ich, ey? Keine Golden Coin? Hä? Okay. Schade. Das ist aber jetzt der Rückweg von der Röhre, von der ich gerade gesprochen habe, ne? Ja, und da war die zweite Golden Coin. Das heißt, weiterhin die Augen aufhalten. Hier oben vielleicht.
Nee. Aber vielleicht, wenn wir hier zurückschwimmen? Nee. Auch alles nicht. Aber hier jetzt genau die Augen aufhalten, weil hier geht so viel ab mit den Torpedos, dass man die Augen mehr auf den Torpedos hat, als auf irgendwelche Verstecke. Haben wir das hier nicht überprüft? Hä? Im letzten Raum noch die Golden Coin übersehen? Halte ich eigentlich eher für nicht möglich. Oh, hier, oder? Ja, die Münzen. Mh. Die Münzen zeigen es eigentlich an. Ja, 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 okay. Okay. Alles klar, hätte man auch. Ja, ja. Ich hab irgendwie halt nicht auf die Münzen geachtet. Okay. Bisschen baff. Herr Larry? Da ist Larry baff. Ja, komm hergesprungen. Ja, komm her. Ja, komm schon. Bumm. Bumm. Macht es auf den Kopf, wenn Mario drauf springt. Und dann gibt es Kassala. Komm runter! Und, lol, was? Das war ein Hit! So lächerlich wie vorhin gegen Bum Bum. Aber gut. Das hat zum Glück nicht wie vorhin den Tod bedeutet, sondern einfach nur, dass wir unsere Feuerblume verloren haben. Nicht so dramatisch. Mopsi. Okay. Naja, mein Zeugs, oh mein Gott, mein Zeugs. Badam, badam. So. Ja, ist klar, dass... Ja. Wir haben genau das Timing, dass diese Ficker da hochkommen, oder was? Oh mein Gott. Ja, was ist denn das für ein scheiß Timing hier? Okay, das Level wird ätzend, glaube ich. Mopsi hier zu fangen wird... Krass. Macht es hier... Macht es in so einem Level Sinn, mit einem Stern zu beginnen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil wir haben ja dieses scheiß Timing am Anfang. So können wir einfach durch die... durch. Oh, und wir sind auch viel schneller. Oh, in Mopsi-Leveln machen die Sterne Sinn. Oh. Oh, ja, das ist unten. Ja, boah, durch die Fontänen verlieren wir so viel Zeit. Ätzend. Oh, wir haben ihn. Ja. Hast du davon, wenn du mit dem Sack immer abhaust von Toad? Nimm mein Zeug, tausend Dank, Schwierigkeiten, bla bla, Eichel, Puff, Peng. Dim, di, dim, 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 di, 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 dim. Ah.
Für Mobs in Mopsi-Leveln machen Sterne Sinn. Werden wir mal beibehalten. Was ist das jetzt? Ich wollte eigentlich in die Eiswelt. Oh. Huch! Ich wollte eigentlich erst die Eiswelt machen. Limonadendschungel. Oho. Ein Scrolling-Level, ne, vermutlich? Ja. Okay, hier müssen wir... Oh Gott. Hier werden auch die... Golden Coins ekelhaft, ne? Da unten. Oh! Ach so, wir können da doch auf einmal runter, weil da eine Leiter ist. Ach so. Ich habe mir schon gerade gedacht, wir haben irgendwas wieder verkackt. Ja, Scrolling-Level macht es halt keinen Sinn. Immer ganz rechts am Dings direkt zu sein, ne? Weil man braucht halt... Oh Gott, ich verstehe... Ja, okay. Nein! Oh! Das ist ätzend. Das meine ich gerade, was ätzend ist an Scrolling-Level mit den Golden Coins. Wenn du solche Situationen hast, ist es schwierig, das, also für mich zumindest schwierig, das in diesem Zeitlimit zu schaffen, weil wenn ne, die Golden Coin weggescrollt ist, ist es nun mal weg. Alles andere als angenehm. Ja, ist klar, als ob die uns noch berührt. Kannst du auch keinem erzählen. So alles Verarsche. Verarsche pur. Jetzt wären die schon wichtig, die. Nein! Oh Gott. Ah, nicht bekommen. Power-Up wäre jetzt so wichtig an der Stelle. Scheiße. Jetzt haben wir sie. Nicht sterben. Checkpoint. Ja. Ja, es kann uns keiner mehr nehmen. Zwei Goldcoins auf diesem Scheiß. Stall. Oh, Vorsicht. Block. Kein Block. Nochmal unter Wasser. Oh nein, die Roten sind Verfolger. Die Roten sind keine Verfolger. Ich dachte immer, die Roten wären Verfolger. Oh, es sind Verfolger. Ja, und wann... Alter! Raste man nicht so komplett aus? Oh mein Gott, wir brauchen die Golden Coin. Nein. Oh Gott. Ah, wir haben sie. Runter. Hui. Und am besten nochmal irgendein anderes Power-Up. Ja, damit. Wir verlieren es sofort wieder. Wir verlieren es nicht. Der Fisch hat uns gerettet. Wenn Feinde zu Freunde werden. Oh. Meisterhaft, wie wir das hier regeln. Also, was will man... Was? Was will man dazu noch sagen? Also, es ist einfach überragend, wie wir das hier... Überragend. Erster Kampf gegen Bowser. Bowser Junior. Aber unter Wasser, ich raste aus, ey. Ach so. Oh nein, ich verstehe, glaube ich. Oh nein. Ja, war klar. Okay, eins. Jetzt wird er böse.
Na komm, schieß deine roten, dreckigen. Deine roten. Verdammt. Ja, freust du dich, du Arsch, ne? Nein! Oh Gott. Die Luft ist ätzend. No, da kommt noch einer! Ja, woher soll man sowas denn wissen? Und der zielt nicht, der Rote hier. Hallo, geh auf Bowser Jr. Alter. Alter, was zum Fick? Der andere ist gerade richtig schön, als wir so in der Nähe waren. So, tschii, tschii, Richtung Bowser Jr. Der macht gar nichts. Nee, ne, doch, wir haben den Check. Au, 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 au. Jetzt sind wir auch noch klein. Ne, was kommt jetzt noch? Wo ist die dritte? Oh nein, nicht von hier jetzt jedes Mal. Weil ich sage euch jetzt schon, wir werden da noch öfter sterben, weil ich den irgendwie ein bisschen ätzend finde, den Kampf. Weil die zielen halt so scheiße, die Dinger hier. Die Willis, die roten. Echt ätzend. Und es ist halt unter Wasser. Unter Wasser ist halt super dreckig. Ah, scheiße. Ist nicht schlimm. Wir haben da gleich noch eine Eisblume, die wir uns schnappen können. LOL, wie es echt noch der Pilz geworden ist. Alter, ich wollte so schnell wie möglich den Block aktivieren, wenn wir groß sind, weil ich wusste, dass die uns trifft. Jo, okay. So, jetzt aber, komm schon. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon schaffen, aber ich hoffe es so sehr. Aber der Kampf ist kacke. Wirklich kacke. Triff doch! Ja, was soll man da machen? Ja, was soll man da machen? What the fuck? Ja, also keine Ahnung. Jetzt aber. Es ist kacke. Es ist wirklich, wirklich kacke. Nein, so unnötig. Kacken, Drecken, Scheißenfick. Ja, wie machen wir das am besten, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber wir brauchen Glück. Wir brauchen halt auch einfach Glück. Ja, zweiter Hit. Okay. Jetzt aber nur nicht irgendwie wieder Scheiße treffen lassen von den Willis, die jetzt kommen. Oh, oh mein Gott. Okay. Okay. Komm schon. Lass uns jetzt Glück haben, dass der erste direkt reinhaut. Ja, nice. Das hat sogar echt funktioniert. Ja, ich habe irgendwie nicht dran geglaubt, aber geschafft. Wie geht der Kampf noch weiter? Nein, wie kann ich laufen? Okay, ich dachte schon. Sehr schön, das ist sogar eine Kanone. Ich wollte jetzt aber erst die Eiswelt machen. Badab, badab, bab.